Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ich begrüße euch ganz besonders zu diesem neuen Video. Wie ihr merkt, bin ich mal wieder unterwegs. Ich bin auf dem Weg in den Urlaub nach Rügen, sitze gerade hier bei herrlichstem Wetter auf dem Rastplatz Dammer Berge. Ja, was ist das Besondere an diesem Rastplatz? Dort gibt es eine Brücke über die Autobahn. Ja, ich wollte eigentlich diesen Weg bis zum Haus auf Rügen nicht filmen, da ich das schon gemacht habe. Dazu findet ihr Videos in der Playlist Rügen 2016 oder Urlaub auf Rügen. Und ja, ich mache gleich nochmal einen kleinen Schwenk über den Rastplatz und dann geht's weiter. Bis nachher. Ja, wir hatten jetzt eine schöne 20-minütige Pause, haben uns ein Schlückchen Kakao gegönnt, ein bisschen Ruhe und wir sehen uns dann auf dem nächsten Rastplatz wieder. Ja. Wir machen jetzt unsere zweite Pause, sind jetzt auf der A1, Grundbergsee, habt ihr ja gesehen, Mittagspause 12.30 Uhr, es gibt jetzt einen kleinen Snack und dann geht's weiter. Denke mal, eine Pause wird's auch geben, ah, da sehen wir uns natürlich wieder. Bis nachher. Ja, wir machen jetzt unsere dritte Pause am Rasthof Budikate auf der A24 Richtung A20 Richtung Lübeck. Jetzt gibt es nochmal Zeit für mich, die Ruhe zu genießen, denn eine lange Autofahrt ist schon ganz schön anstrengend. Und wir haben noch gute 300 Kilometer, bis wir auf Rügen sind. Rügen, also Görren auf Rügen. Ja, hier machen wir nur eine kleine Gehpause und dann geht's weiter. Bis nachher. Ja, wir machen jetzt unsere vierte Pause, unsere letzte. Sind noch 60 Kilometer bis Görren auf Rügen. Und dann haben wir unser Ziel endlich erreicht. Gleich wird es dann noch die Ruhmtour in diesem Video geben. Und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Dann werde ich erstmal den schönen Abend für mich genießen. Und in den nächsten Tagen werdet ihr dann noch ein paar Impressionen bekommen. Wir sehen uns also gleich wieder in unserer Wohnung. Ja, ihr habt gerade einen Intercity der Deutschen Bahn gesehen. Er kommt gerade von Straße und ich weiß nicht, wo er hinfährt, aber die gibt's natürlich auch. Ich hoffe, man hat ihn erkannt. So, wir sind jetzt in unserer Wohnung angekommen. Klein, aber fein. Die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Ja, hier haben wir einmal einen kleinen Schlafbereich. Finde ich richtig schön. Kleine Sitzecke mit Tisch. Ja, klein, aber feines Bad.
Mit Dusche. Hallo. Ja, und jetzt kommt das Highlight. Was versteckt sich hinter dieser Tür? Ta-da-da-da. Ein Bett. Hat ein bisschen was von Abstellkammer. Aber ist ja nur das Zimmer von Mama. Ja. Und hier eine kleine Küche. Auch klein, aber fein. Ja, das war meine kleine Roomtour. Und guck mal. Die Nummer 1, wie es sich gehört. Ciao mit V, euer Robin. Bis demnächst.